Ja, und schon wieder eine Schießerei, schon wieder mitten im Rockermilieu. Das Ganze gestern passiert in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen. Ein 36-jähriger Pole kam dabei sogar ums Leben. Es sind Spuren einer tödlichen Schießerei, die die Polizei in Dinslaken, Nordrhein-Westfalen, akribisch auswertet. Bei der gewaltsamen Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe ist ein 36-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach Bildinformationen soll es sich um eine Rocker-Auseinandersetzung handeln. Was ist passiert? Nach ersten Informationen sollen drei Angreifer in den Laden eines ehemaligen Hells Angels gekommen sein. Dieser soll sich bedroht gefühlt haben und schoss. Einer der Angreifer wird getroffen. Dort haben wir dann festgestellt, dass ein 47-jähriger Mann eine Schusswaffe eingesetzt hat, der vorher hier in dem Geschäft überfallen werden sollte. Was der Hintergrund des Ganzen ist, dazu ermittelt im Moment eine Duisburger Mordkommission, weil der 36-jährige Mann, der vorher vermutlich versucht hatte, den 47-Jährigen zu überfallen, durch den Schusswaffengebrauch ums Leben gekommen ist. Der verletzte 36-Jährige wird vor Ort vom Notarzt behandelt, stirbt aber kurze Zeit später im Krankenhaus. Zwei anderen Männer sind auf der Flucht. Woher der 47-jährige Schütze die Waffe hatte und ob er sie legal besaß, ist zunächst unklar. Und wir sind verbunden mit Bild-Chefreporter Frank Schneider in Essen. Frank, du warst gestern vor Ort in Dinslaken. Was sind deine Erkenntnisse? Ja, das muss man sich vorstellen. Das ist ein kleiner Laden auf einer Ecke. Das ist so ein Werbedruckladen, den der 47-Jährige betreibt. Und dort sollen diese drei Männer nach seinen Aussagen reingestürmt sein mit großen Pfeffersprays in der Hand. Eine dieser Flaschen stand auch noch vor dem Geschäft, also richtig große, die man sonst eigentlich von Polizeieinsätzen kennt. Und dann sind sie angeblich auf den Besitzer des Ladens sofort losgegangen, den 47-Jährigen. Und der hat dann eine Schusswaffe gezogen. Hintergrund des Ganzen, warum der bewaffnet ist, er ist ein ehemaliger Hells Angel, also ein Rocker. Und es ist bereits auch auf ihn geschossen worden, nämlich im Januar diesen Jahres. Und deswegen hatte der Mann große Angst, so sagt er jedenfalls, dass er jetzt bei diesem Überfall sterben sollte und hat dann selber geschossen. Was ja dafür spricht, dass es einen Zusammenhang gibt mit dem Rockerkrieg im Januar. Klär uns da kurz auf. Ja, im Januar war es so, der Mann ist von einer Hochzeitsfeier nach Hause gekommen. Das ist übrigens von diesem Tatort gestern nur 300-400 Meter entfernt. Und als er dann die Tür aufgeschlossen hat, um in sein Haus zu kommen, hat ein Unbekannter, nach dem immer noch gefahndet wird, es gibt aber auch ein Phantombild von ihm, ein südländischer Typ mit Vollbart, hat dann mit einer Maschinenpistole, einer Skorpion, auf ihn gefeuert, und zwar mit Schalldämpfer. Und obwohl der mindestens 6-mal auf ihn geschossen hat, hatte der Mann, der jetzt selber der Schütze war in dem Fall gestern, Riesenglück. Er ist nur von einer Kugel in die Schulter getroffen worden, kein Organ verletzt worden, und deshalb hat er überlebt. Wenn man sich vorstellt, mit einer Maschinenpistole 6 Schüsse in den Rücken, dann hätte er das sicherlich nicht überlebt. Und da gab es halt Hinweise darauf, dass es aus Streitigkeiten im Rockermilieu herrührt. Denn wie gesagt, er war ehemaliges Mitglied der Hells Angels, hat den Club wohl verlassen. Es gab da wohl Streitigkeiten auch um Geld. Und da hatte man den Verdacht, damit hat das zu tun. Ob dieser Überfall jetzt gestern auch wieder damit zu tun hat, ist unklar. Der erschossene Mann jedenfalls ist ein 36-jähriger Pole, der bisher bei der Polizei so nicht großartig in Erscheinung getreten ist. Ob er möglicherweise angeheuert wurde mit den beiden Mittätern, das müssen jetzt die Ermittlungen ergeben. Mhm. Auf jeden Fall haben wir schon zigmal in diesem Jahr, Frank, mit dir über den Rockerkrieg im Ruhrgebiet gesprochen. Gib uns noch mal einen Überblick. Wer kämpft da gegen wen, warum und mit welchen Bandagen? Naja, eigentlich hat sich der klassische Rockerkrieg, den wir von früher kennen, Hells Angels gegen Bandidos, dann gab es auch noch andere Gruppierungen wie United Tribunes oder ähnliche, hat sich etwas beruhigt. Also dieses klassische zwischen den Rockergruppierungen, das gibt es so nicht mehr. Sie dürfen keine Kutten mehr tragen, sie dürfen sich nicht mehr zeigen. Die Bandidos sind verboten. Was aber mittlerweile der Fall ist, dass sich diese Personen aus diesen Rockergruppierungen, es handelt sich hauptsächlich um Migranten, doch teilweise auch Clans angeschlossen haben, dass sie mit anderen Großfamilien kooperieren. Und ich meine, das sind alles kriminelle Männer, die natürlich weiter ihr Geld verdienen wollen und suchen sich jetzt andere Strukturen, suchen sich jetzt andere Verbündete. Und deshalb gibt es immer wieder Auseinandersetzungen. Wir hatten das jüngst ja auch in Duisburg auf dem Marktplatz, da wurde geschossen. Das ist vom jetzigen Tatort auch nur 25 Kilometer entfernt. Und da wurde mit scharfen Waffen aufeinander geschossen, mitten in einer Menschenmenge mit Unbeteiligten. Übrigens auch gestern großes Glück. Eine der Kugeln ist dann aus dem Laden durch die Ladentür aus Glas in den Verkehrsraum, wie die Polizei so schön sagte, eingedrungen und hat dann die ganze Fahrbahn überquert. Über den Gehweg auf beiden Seiten ist eine Hauswand eingeschlagen, nur wenige Zentimeter neben einem Fenster, hinter dem eine Frau saß. Daran sieht man auch wieder, es hätte hier auch wieder Unbeteiligte treffen können. Und das ist das, was die Polizei natürlich alarmiert.
Der 47-Jährige wird übrigens heute Morgen trotzdem dem Haftrichter vorgeführt, wegen des Verdachts des Totschlages. Es ist jetzt zu klären, ob er in Notwehr gehandelt hat oder ob er nicht hätte schießen dürfen. Frank Schneider, live aus Essen, danke an dich.